Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Diesmal möchte ich euch zeigen, wie ihr die erste Textzeile einrücken könnt, so dass dort sowas wie so ein Absatzzeichen auch nochmal entsteht oder eine Anzeige für einen Absatz. Und das macht man mit dem Attribut TextIndent. Und dahinter gibt man einfach eine Zahl ein, ist also was ganz Einfaches. So, ich gehe mal hier gleich in meinen ersten Textabsatz rein. Da habe ich vom letzten Mal noch Style und Text Align stehen. Das ersetze ich jetzt einfach mal, weil ich gerade ein bisschen faul bin. Und sage, ich gebe hier mal 50 Pixel ein, speichere das Ganze und wir schauen uns das Ganze an. Also hier seht ihr jetzt, ist der erste Buchstabe, der steht ganz, ganz links an der Seite. Und wenn ich das jetzt neu lade, also das, was ich programmiert habe, neu lade, so, dann seht ihr, macht er hier eine entsprechende Lücke von eben 50 Bildschirmpixeln. So, und nichts weiter. So, ihr könnt natürlich, wenn ihr einen längeren Fließtext habt, um eine Übersichtlichkeit zu markieren, könnt ihr das dann eben für einen ganzen Paragraphen machen. So, und immer wenn der in eine neue Zeile reinrückt, dann wird hier eben auch ein kleiner Abstand gelassen. Das ist zur Übersichtlichkeit von Texten ganz sinnvoll. Gut, und das war es auch schon, was dieser Befehl leistet. Es ist ein kleiner Effekt, aber er kann eben wirklich ganz hilfreich sein, um etwas lesbar zu machen. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann zeige ich euch, wie man einen Text auf eine andere Art und Weise mittig platziert. Bis dahin.